Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sky Factory 2, unserem Trainingslager. Der Harle, der hat da hinten gerade was umgebaut. Ich würde sagen, wir laufen mal dahin und gucken uns an, was der da so macht. Hallo Harle. Hallo Sandrik, ja, ich bin hier am Crucibles abbauen, indem ich sie aber erstmal leer mache vorher. Damit wir diese Lava schon im Computer haben und nicht noch neu produzieren müssen. Und was machen wir dann? Wo kriegen wir unsere Lava her? Da gibt es ein Gerät, da kann man aus Strom Lava machen. Ah. Ja, das klingt ganz gut. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr dazu, aber der Hauptbestandteil sind wohl Strom. Ich habe das auch noch nicht gebaut, ich habe das nur auf unserem anderen Server schon bei den Kollegen gesehen und habe gedacht, das muss man auch probieren. So, und bei mir war gerade das Bild etwas eingefroren. Das passiert dann so bei Sky Factory hier. Ich weiß nicht, warum das so ist. So, wir haben ja letztes Mal hier ein bisschen aufgeräumt, haben viele Kisten entfernt, haben jetzt hier unseren Steinboden gelegt, der so, jetzt auch schon fast hier komplett durchgeht. Ja, ich habe ganz viel Erde gelegt. Machen das mal weg hier. Was haben wir hier drin? Das kann auch weg. Und Fackeln muss man mal aufstellen. Genau. Das will ich auch gleich mal machen. Wie sieht es jetzt hier aus? Die ist auch leer. Hier unten, die ist auch leer. Gut, dann können wir hier zum einen schon mal die Kabel alle wegmachen. Die haben wir nämlich nur benutzt, um die Sachen aus den Kisten wieder in unser... oder endlich in unser Computersystem zu pumpen. Das war also sozusagen nur eine temporäre Leitung hier. Mhm. Das Kabel verschwindet dann auch wieder hier. Da unten liegt noch eins. Das müssen wir uns gleich holen. So, ich... Das war ein Creeper. Habe ich mitgekriegt. Ich bin jetzt dabei, mal die ganzen Flächen hier auszuleuchten, damit sowas nicht mehr passiert. Ja, ich habe, glaube ich, F7. Habe ich das an oder ist das aus? Ich bräuchte mal eine Fläche, die nicht beleuchtet ist. Um ich glaube, wir haben jetzt alles beleuchtet. Da hinten. Ah, da ist eine Fläche, die ist über und über voll. Oh, hast du noch was gefunden, ja? Ja, also, die Anzeige ist an. Hier sind ganz viele Monster. Hier drüben auch. Eigentlich dürften hier gar keine Monster sein. Ah, ich weiß warum. Warum? Hier ist noch nicht überall gefackelt. Hier kommen auch die ganzen Monster her. Okay. Ja, dann müssen wir uns mal darum kümmern. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe, weil es wirklich viel ist. Ich baue gerade noch einmal kurz um und dann komme ich. Hier waren wir, glaube ich, die Fackeln ausgegangen, als ich eben am Bauen war. Deswegen ist es ja noch nicht fertig. Da kommt ein Creeper. Eigentlich dürfte nur in der Mitte immer kein Licht sein. Das ändern wir jetzt mal, indem wir überall in der Mitte auch noch ein Feld aufstellen. Dann müssen wir das Ganze hier so ein bisschen erschließen mit Licht. Sodass das so, wo bist du? Ja, hinten bei den neuen Feldern. Hier sind ganz viele Monster. Und ich habe keine Zäune dabei. Doch 41 Stück. Hier sind sie. Ich bräuchte halt einen Tank, der mir die Monster abhält, damit ich die Zäune setzen kann. Ach, das könnte ich ja auch machen, stimmt. Das hatte ich ja vollkommen vergessen, dass wir jetzt hier unser Sonderwerkzeug haben. Ja. Was ist denn das? Hm? Und so ein rotes Teil kriecht hier über dem Boden. Ein rotes Teil? Ja.
Oh ja, ich sehe es. Was ist hier eigentlich los mit euch? Was ist denn hier verkehrt? Du musst mir helfen, du musst mir... Ja, ist vorbei. Ich bin auch gleich tot. Ja. Wo bist du denn gestorben? Ist egal, auf dem Feld. Wir halten ganz schön viel aus. Das Lustige bei Spinnen ist, die kann man so schön ins Verderben locken. Wir müssen hier ganz dringend gucken, dass wir das ausgeleuchtet bekommen. Ach, das ist doch scheiße hier. Was ist denn da los? Das nervt mich gerade hart ab, ey. Ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Mach das, das ist eine gute Idee, dann werden die meisten verschwinden. Ich lock viele jetzt hier in den Tod, indem ich jetzt hier neben mich hinstelle. Die blöde Hexe, die hier rumsteht, die tut natürlich nicht verbrennen. Das ist der einzigste Zugangsweg, wenn man nicht fliegen kann, ne? Du hast das nicht gut gebaut. Schieß doch mal die Hexe ab, bitte. Du kommst nicht rüber, gell? Klar komme ich rüber. Wo ein Wille, da ein Weg. So, ich sagte er und sprang über den Abgrund. Ich muss Zäune holen. Wo sind eigentlich meine ganzen Gräber jetzt? Ah, oh Mann, ich bin über und über voll mit Müll. Was ist denn das Rote jetzt hier eigentlich? Was ist denn da rot? Naja, dieses komische Vieh, wo du schon gesagt hast. Weiß nicht. Hab ich noch nie gesehen. Macht das was? Nö, das wird auch noch nicht mal als Block irgendwie angezeigt. Ach, ich weiß, was das ist. Ah. Ein Stockwerk tiefer ist ein Monster. Das heißt? Das hat einen Hut auf. Ach, das ist der Hut vom Monster. Ja. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, alles auszuleuchten. Ne, hier drüben ist noch. So, jetzt müssen wir hier schnell Fackeln hinbauen, damit das Monster-Drama jetzt heute Nacht nicht wieder neu auftaucht. Ach ja.
Hast du alles wiedergekriegt? Ja. So, jetzt hier schnell noch Fackeln hingesetzt. So, wo kommt der Freak denn jetzt her? Genau, Fall nach unten. So, die Mittelfelder müssen immer auf sein. Das wäre dann das hier. Das hier. Das da. Hier fehlt Holz. So, Holz. Holz, 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 Holz. Holz. Nehmen wir das hier. Und machen nochmal Neues. So, ich habe Holz, ich habe Zäune, ich habe Fackeln. So, das müsste ich jetzt hinbekommen. Hier ist ausgeleuchtet. Hier ist ausgeleuchtet. Hier, nein, hier ist, fehlt noch was. Kommt ein Zaun hin. Hier kommen Fackeln hin. So, drüben. So, hier fehlen die Fackeln noch gänzlich. Da müssen wir also jetzt hier noch welche dran bauen. Hier, da, das muss weg. Ja, dann werden wir uns darum kümmern, dass diese Felder hier jetzt gleich automatisch eingesät werden. Dafür ziehen wir uns ein Kabel vom Hauptcomputer ja her und sagen einmal, das soll hier einen Harvester, also eine Erntemaschine befüllen, also versorgen und einen Planter, eine Pflanzmaschine. Dann läuft das Ganze hier nämlich ohne unser Zutun und dann können wir uns schon wieder um andere Sachen kümmern. So, auf jedes zweite Feld eine Fackel, das reicht vollkommen aus. Und dann machen wir hier noch was hin. Und hier wird ein Durchgang gemacht. Hier gibt es Durchgänge. Was will ich eigentlich machen? Ich bin gerade so ein bisschen. Ach ja, genau, ich habe da so eine Idee. Wollen wir mal gucken. Ich verrate es noch nicht. Ich verrate es noch nicht. Jetzt habe ich hier aus Versehen eine Erde weggeschlagen. Die habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Ich brauche eine Mana-Lens und dafür brauche ich Mana-Steel.
Mana-Stil, das ist wahrscheinlich schwierig zu bekommen. Wir haben Mana-Stil, das ist ja geil. Da wollen wir mal gucken, was wir damit zaubern können. Das kommt weg. So, jetzt sieht das Ganze doch hier schon gut beleuchtet aus. Die muss noch weg, die muss noch weg. Und jetzt kommt in der Mitte ein Feld, wo ein X ist. Da kommt die Fackel hin. Hier, du bist doch hier der Samenspezialist. Ja. Wir haben 8 Mana-Stil. Gibt es Mana-Stil-Samen? Ja, Mana-Stil sagt mir jetzt nichts, aber guck doch einfach mal. Tipp doch einfach mal Seeds ein und guck mal. Habe ich jetzt eigentlich hier schon WLAN? Weiß Nein. nicht. Habe ich nicht. Mana-Stil. Ja, es gibt es. Ist ja cool. Haben wir Crucio-Essenz? Nein, du musst Minizio machen und dann kriegst du als nächstes Azio und dann kriegst du Crucio. Ich bin ja so ein Anfänger in der Hinsicht. Minizio-Essenz, da haben wir ganz viel. Jetzt muss ich mal schnell mein Inventar so ein bisschen leeren. Das ist nämlich viel zu voll. So, jetzt die Frage, unsere Gänge, die wir hier angelegt haben, unsere Wege, wie wollen wir denn gestalten? Hast du da schon eine Idee? Nein, ich bin jetzt erstmal beschäftigt mit meinen Seeds. So, wie baue ich die denn jetzt? Ich nehme normale Seeds. Du nimmst Weizensamen und legst außenrum komplett einmal Minizio. Minizio. Genau. So, das bekomme ich hier Minizio-Seeds, jawohl. Ich baue gleich mal richtig viele, weil haben wir genug von. Ja, oder auch nicht, Wir vielleicht war das jetzt brauchen ein sowieso Fehler. gleich viel, weil ich will ja hier einfach jetzt auch gleich alles So, ja. Und einsäen. als nächstes? Da hast du jetzt Azio-Seeds rausgekriegt. Minizio-Essenz. Nein, ich habe Minizio-Seeds gemacht. Ach so. Tipp mal ein, ob wir Infusionsstones haben. Infusion Stones. Regular Infusion Stone. Ja. Ja, haben wir. Wir haben Weak Infusion. Ja, jetzt legst du den in die 5, dann legst du Nee, Minizio. wir haben auch Regular. Ja, wir brauchst aber erstmal Weak. Na, wir haben noch Regular. Ja, nimm den Regular, leg ihn in die Mitte. Ach, dann brauche ich Azio Essenz erstmal, ne? Genau. Und Azio mache ich aus Weak. Weak und Minizio. Genau. Okay. Das scheint am Anfang ein bisschen unübersichtlich, aber nach kurzer Zeit hat man ist es überschaubar. Man blickt eigentlich ziemlich schnell durch. Scheiße, ich habe nur 3. Das reicht nicht. Das ist unheimlich, da geht unheimlich viel Monsterfarm. bald drauf. Das muss man schon sagen. Das hier ist jetzt komplett eingesät. Es ist schon wieder Nacht und ich habe noch nicht alles ausgeleuchtet. Wenn du nicht klarkommst, komme ich noch mal rüber. Ich probiere mein Glück. Ich habe ja noch 1 Minute, um es diese Folge noch zu schaffen. Sup. War ich hier? Nein, doch, nein, doch, doch, nein, nein, doch. Da war ich. So, jetzt brauche ich wieder den Regular. Nein, ich brauche den Weak. Nein, was brauche ich denn überhaupt? Erst brauchst du den Weak, dann brauchst du den Regular. Infusion, Weak. So, und da lege ich jetzt wieder die Minizio-Essenz außen rum. So, zack, dann kriege ich wieder die hier. Genau, jetzt habe ich die hier. Dann nehme ich das weg, das weg, das weg, das, 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 das. Klack. So, jetzt habe ich 8. Nicht viel, aber reicht. Mana-Stil. Ja, das reicht. Weil ich habe auch nur 8 in Acht den gibt aber anderen. leider nur 2 Samen, das weißt du, Ja, gell? das ist egal. Aber mehr habe ich auch nicht an Mana-Stil. Deswegen, alles gut. Okay. So, ich werde jetzt mal Bruchsteine mitnehmen, von denen wir eine ganze Menge haben. Und ich brauche noch mal Zäune. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe eben ein Zaunrezept gemacht. Ah, nee, jetzt wollte ich machen. Ich habe es aber, glaube ich, dann Folge doch nicht gemacht. vorbei. Stock.
So, dann pflanze ich das mal hier ein. Wird es auch schon automatisch geharvestet und abgesaugt und neu gepflanzt? Nein, das müssten wir jetzt gleich noch machen. Dann müssten wir mal, das wäre dann sozusagen eine Aufgabe für dich, die Plattform, die ich hinten gebaut habe. Wie tue ich das düngen? Ach, gießen war das, ne? Ja, da müssen wir Gießkannen verbauen und ich würde sagen, das ist auch eine tolle Sache für die nächste Folge. Wir haben eine Gießkanne. Das war doch jetzt so ein Cliffhanger. Ach so. Hast du das Cliff nicht gesehen oder was? Nee. Wie soll ich es denn noch sichtbarer machen? Ich weiß es nicht. Wo habe ich noch andere Dinge gepflanzt? Hier? Ja. Vielleicht sollte man es am Rand pflanzen, dass man irgendwie besser gießen kann. Ja, ich würde sagen, wir schließen in der nächsten Folge hier meine neuen Felder an und dann machen wir ein Feld extra für deine Mana-Steals und dann werden wir das genauso wie mit dem Yelorium gestern ja, aus so dem viel Ar- brauchen wir nicht. Nee? Nee. Aber wir können es ja so ein bisschen forcieren, bis ja, es einigermaßen... Ja, ein paar auf Lager haben, ist ja nicht verkehrt, ne? Wir können es ein bisschen beschleunigen. Wir können auch zeigen, wie wir das beschleunigen, damit wir schon mal ein paar haben und dann können wir es laufen lassen einfach. Ja, das klingt doch vernünftig. Dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge, liebe Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.